Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, ein durchwachsener Start. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, Platz 6. So aufsteigen wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber tja, jetzt haben wir halt 1-0 verloren gegen den HSV, den Zweitplatzierten der Tabelle. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Wir schauen mal schnell in die Post. Ja, die mit ihren Trainingsplänen. Also entweder gibt's auch nicht. Aha, das sind wieder irgendwelche Leute, die beobachtet wurden. Stärke 70, 3,7, Innenverteidiger. Das wäre ein Mann, den könnten wir brauchen. Ja gut, wir haben den jetzt in der Liste, das ist ja schon mal gut. Dann haben wir den Kevin Schade, 72 bei 5,5. Auch gut, alles gut natürlich, was wir haben. Wir müssen uns die aber im Prinzip gar nicht ansehen, weil wir haben das Geld im Moment nicht. Der Herr Adrian Bauer, ein 17-Jähriger, okay. Was ist mit dem? Ach so, den möchte jemand kaufen oder wieder was oder wo. Ich muss nochmal schnell zurück lesen. Ne, die haben das Angebot zurückgezogen. Oh, weil sie keine Antwort gekriegt haben. Dann haben wir das verdattelt. Halb so schlimm. Sven Müller hat zuletzt nicht... Da haben wir es wieder. Jetzt soll der, das Sven Müller soll jetzt wieder Energie trainieren. Und dann heißt es wieder, wir wechseln die ganze Zeit. Wer ist hier Sven Müller? Hängt die Maus noch drin? Jetzt. Sven Müller. Okay, mach du mal. Ne, haben wir ja Fokus auf Energie. Dann lassen wir das auch. Und dann kann es mit der Startelf klappen. Ja, okay, machen wir raus. Sperre aufgehoben, genau, da hat ja einer noch tatsächlich eine Sperre gehabt, eine rote Karte, auch noch zu allem Elend. Gut, das nächste ist, oh, Kaiserslautern. Auch ein renommierter Club natürlich. Wo stehen die? Weiter vorn, ne, die stehen weiter hinten tatsächlich. Hier auf der 9 mit 3 Punkten aus 3 Spielen. Den läuft es auch nicht gerade wie geschnitten Brot, okay. Ich möchte mal noch schnell ins Büro. Wir haben immer noch die minus 24.000. Haben wir nicht noch einen verkauft? Ich dachte schon. Wir brauchen Geld, Leute. Was haben wir hier? Einer, der geht. Wer ist das denn jetzt? Wen haben wir denn jetzt hier vertickt? Weiß ich gar nicht auswendig. Ich würde sagen, das überspringen wir mal und gucken. Der Konstantin Schmidt, der geht zu Paris FC. Paris Saint-Germain. Wahrscheinlich ohne Lizenz, deswegen Paris. Ein B-Transfer. Gut, dann haben wir das Geld aber jetzt hoffentlich gekriegt, hoffe ich mal. Toller Preis, 1 Million. Ja gut, damit können wir, ja gut, aktuelles Budget 806, damit können wir irgendwie, weiß auch nicht, ein neues Tor kaufen, aber nicht irgendwie ein Fußballspieler. Aber wir haben schon wieder Post. Moment, nee, das wollte ich gar nicht. Dank deines Trainingsplans hat Frank die optimale Fitness erreicht. Ein ausgeglichener Plan, gut. Der Herr Moment, welcher Frank ist das gleich nochmal? Da schreiben sie nur Frank. Im Ernst jetzt? Fabian Frank steht dort, okay, weil wir haben so viele Franks. Der Fabian, das ist der Nico. Da haben wir noch einen Frank, hier unten. Der hier. Das ist der Fabian. Dann gehen wir hier auf ausgeglichen. Und dann passt das. Sehr gut, dann haben wir Linus, nee, Christoph Baumgartner. 79 Stärke, können wir uns halt nicht leisten. Wäre natürlich ein Mann, den wir brauchen könnten, logisch. So, Herr Schmidt wurde verkauft, das wissen wir. Dann können wir ja auch wieder raus. Und dann gehen wir hier eins weiter. Dann geht es wahrscheinlich schon bald ins Spiel rein. Toni Schmid ausleihen mit Kaufoption. Das ist linker Flügel, rechter Flügel, rechtes Mittelfeld, 18 Stärke 54. Den würde ich glatt ausleihen. Allerdings ohne Kaufoption. Nur eine Laie. Wir schauen mal, ob sie das annehmen. Jawohl, können wir löschen. Gehen wir zurück. Und wenn wir jetzt nicht nochmal Post haben, kommen wir bereits ins Spiel rein. Aber ich glaube, wir haben nochmal Post. Ja, ja, natürlich. Laie Toni Schmid angenommen, sehr gut. Dann werden wir das bestätigen. Dann ist der Mann weg. Zack. Und dann haben wir die Trainings... Ja, das ist wieder das. Also die wissen nicht, was sie wollen, sorry. Wir sollen ja immer wieder wechseln. Wir sollen ja Leute, die in die erste Mannschaft wollen, tatsächlich mit Energie oder Energie tanken lassen, die so trainieren. Ja gut, also das ist halt ein Hin und Her. Können wir jetzt auch nicht ändern. Wir machen das so, wie es dort steht. Am besten Stadion Europa. Aha, okay, gut, ja, wir gehen rein, würde ich sagen. Gegen Lautern, Ciriakus Forza, sage ich da nur. Hat der Lautern zum Meistertitel geführt? Ich glaube 1990 oder so um den Dreh rum war das. Ja, schon. Also, ja klar, er war dabei. Ich frage mich eher, wie wichtig der da war. Weil hier in der Schweiz denkt man schon manchmal so, dass der am wichtigsten war. Aber das stimmt da nicht, das sind Mannschaftssport, Leute. Habe ich dann immer gedacht. Gut, wir gehen mal rein. Und schauen, heiteres Wetter, das freut uns, es wäre rot gegen blau. Ja, Lautern ist natürlich rot.
Ich würde sagen, wir schauen mal. Ich denke, Weiß ist da besser. Ja, Weiß passt besser zu diesem Rot. Das würde ich gerne so haben. Und dann würde ich gerne weitergehen. Das war dann mit Y, genau. Hauptsache anders wie früher. Und hier haben wir Folgendes, dass alle fit sind, obwohl im Prinzip der Großteil durchgespielt hat, das letzte Spiel. Ja gut, wir haben natürlich auch nur eine einfache Belastung. Wir haben keinen Pokal, wir haben logischerweise in der zweiten Liga auch nichts Europäisches. Von daher können wir mit denen spielen, würde ich sagen. Das machen wir jetzt auch. Gehen wir rein und gucken. Und jetzt würde ich gerne Leistung sehen, Leute. Das gilt auch für den Mann am Controller. Das war jetzt nicht... Ja, wenn wir jetzt halt verlieren oder nur einen Unentschieden haben, dann müssen wir uns nach hinten orientieren. Das würde im Endeffekt bald heißen, dass wir ja fast Angst haben müssen, dass wir am Schluss noch absteigen. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Also, wir wollen rauf in die Bundesliga, aber dafür müssen wir eine andere Leistung zeigen als zuletzt. Das Spiel gegen HSV war schwach, auch wenn der HSV tatsächlich sehr stark war, fand ich. Aber trotzdem, das war tatsächlich nichts. Gut, gehen wir rein. Ich würde sagen, ja, wir haben noch eine Choreo, eine schöne. Und wir spielen von rechts nach links in den weißen Trikots. Schönstes Fußballwetter. Das müssen wir jetzt nur noch ausnutzen. Oh, da setzt sich Rowe gut durch. Jetzt müsste halt hier einer mitrennen. Ich habe eigentlich eingestellt, dass er rennt. Aber denkst du, da rennt halt keiner. Und logisch, die Flanke landet natürlich wieder beim Gegner. Das kennen wir, das Problem. Oh, gut, geht er da außen durch. Aber dann leider der Ball zum Gegner. So, geht hinterher. Macht Druck. Oh, was macht der da für eine Zauberei? Müssen wir haben. Ja, denkst du, doch haben wir eben trotzdem. Gut, jawohl. Klein G. Und komm. Oh, es ist halt mit den Flanken schwierig. Wir müssen das anders machen. Aber über die Flügel ist sicher keine schlechte Devise. Geht ruf. Los, setz dich unter Druck. Oh, dran vorbeigerannt. Ich hätte wetten können, der geht da lang, denkst du? Ging er dann eben doch nicht. Jawohl, haben wir. Nee, haben wir nicht. Oh, gefährlich. Die kommen hier. Oh, in die Füße. Ich komme wieder zu spät. Ja, das gibt Gelb. Für Klein. Der nicht ganz so klein ist. Das ist ein recht bulliger Mann. Kräftig. Aber war ganz klar ein Foul, logisch. Gefährlich. Hau weg. Oh. Ganz gefährlich. Jansen G. Der wird da gestört, aber er kann laufen. Oh, macht er gut. Jawohl. Weitergeleitet. Oh, aber da passt halt der Verteidiger auf. Da komme ich tatsächlich nicht an den Ball ran. Komm, haben wir. Fast hätten wir ihn gehabt. Gut. Ah, schlecht. Ich wollte da nochmal den anderen steil schicken. Das hat hinten und vorne nicht geklappt. Ja, aber das war dafür nicht schlecht. Aber ich komme nicht an den zweiten Ball ran. Die verspringen immer so. Oh, gefährlich. Hui. Ja, strammer Schuss. Von Lautern. Da sehen wir es nochmal. Von, wie heißt der Mann? Boyd. Ja, da war Frank nicht dran. Haben wir Glück gehabt. Sonst hätte es noch eine Ecke gegeben. Aber definitiv ein guter Schuss. Fischer mit einem Hammerpass. Da gehen wir nochmal hinten rum. Das ist vernünftig. Da können wir Anlauf holen. Nochmal wechseln. Hier haben wir Platz. Guter Ball. Lauf, Rowe. Warum geht der Ball immer zum Gegner? Jedes Mal. Schieß. Oh, Fuß im Weg. Ah. Aber es gefällt mir besser als das, was ich gegen HSV gesehen habe. Ja, das war eigentlich ein Foul. Da sehen wir mal drüber hinweg. Oh, gefährlich. Guter Ball. Lauf, Rowe. Da bremst er nochmal. Macht aber geschickt eigentlich. Jawohl, mit Ruhe. Überlegt. Was ist das für ein Ball? Sag mal, also das gibt's doch nicht. Teilweise sind die Pässe ja wirklich unglaublich, die hier gespielt werden. Heieiei. Lauf mal einer. Komm ich nicht ran. Okay, ein bisschen weit vorgelegt. Das kann trotzdem noch gefährlich werden. Oh, nicht dem vor die Füße. Wenn der jetzt abzieht. Abgelenkter Ball. Müsste Ecke geben. Heieiei, gefährlich das Ganze.
Wir tun uns schwer mit Tore schießen. Dabei haben wir doch den Herrn Kleindienst geholt. Der müsste das doch können. Ungefährlich. Aber da ist Frank wieder auf dem Posten. Kein Problem. So, gleich den Gegenangriff lancieren. Machen wir auch. Da ist er, der Mann. Ah, verliert den Ball. Hat ihn aber nochmal zurückgeholt und dann hat er den falschen Knopf gedrückt. Beziehungsweise ich war noch im Zweikampf. Oh, come on. Wir brauchen nicht 10 Tore. Wir müssen nicht hoch gewinnen. Wir müssen einfach die 3 Punkte holen. Das war auch wieder, wie der da hinterher dackelt. Ich sag's gerne nochmal. Wir haben halt nicht mehr den Skill aus der letzten Saison. Oh, der kommt hier einfach durch. Aber gut gemacht von Fischer. Hat drauf gepasst. Boah, wilde Grätsche. Gut. Von das ist doch kein Foul. Das ist Pause? Nee, das ist Pause. Ja, schon wieder durchwachsen. Schon wieder 0-0. Das hatten wir im letzten Spiel schon. Wir gehen mal schnell gucken. Eine gelbe Karte für Klein. Da könnten wir Frank bringen. Achso, der war natürlich jetzt nicht mehr drin. Das müssen wir sowieso wieder ändern in der Taktikverlage. Das war der rot gesperrte. Da haben wir sogar den stärkeren Mann jetzt reingebracht. Und im Mittelfeld mit Haas, da hätten wir schon auch noch, wie soll ich sagen, da müssen wir mal gucken auf der Transferliste. Da brauchen wir einen stärkeren Mann, behaupte ich mal. Gut, Spiel fortsetzen. Los Jungs, macht. Wir brauchen die 3 Punkte, wir brauchen Zeichen. Wir wollen oben mitspielen und nicht irgendwie unten. Komm, stör den. Ja, gut gemacht. So, da können wir in Ruhe aufbauen. Machen wir auch. Seite wechseln. Jawohl, herrlich. Guter Ball, gute Drehung von Jansen. Lauf weiter. Sehr gut. Oh, jawohl. Haas prügelt sie rein. Oh, da wird reklamiert. Aber nee, das müsste das... Oh, nö, ist abseits. So, tatsächlich. Ah, Herr Linienrichter, da hätten sie auch mal ein Auge. Ja, ist doch kein Abseits. Wo ist das denn Abseits? Der hinten, aber der hat den Ball nicht. Ach doch, der macht das Tor, glaube ich sogar. Moment. Lass mal laufen, Spiel. Ja, der musste weiterlaufen lassen. Das war doch... Aber es war schon der hintere, der getroffen hat. Und der stand halt im Abseits. Ansonsten, der hätte ja nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Ist ja egal, wo der dann steht. Das ist dann kein Abseits. Aber gut, wenn der da natürlich rumlungert und dann den Ball reinschiebt... Dann ist es halt natürlich auch ein Foul. Oh, gut gemacht. Guter Ball. Ah, schon wieder ein Kollege im Weg. Jetzt noch mal außen rum. Gehen noch mal hinten rum. Lauf mal. Ja, da laufe ich ja genau in Mann rein. Aber ich konnte gar nicht mehr anders als das machen. Oh, jetzt gefährlich, der Konter. Ja, wieder nix. Komm, störe ihn. Oh, gefährlich. Ja, da haben wir aufgepasst. Ja, zum Glück relativ ungefährlich, aber es ist halt immer noch 0-0. Leute, wir brauchen ein Tor. Das gibt's doch nicht, dass wir so torungefährlich sind. Ui, die Grätsche. Da hat er den Ball tatsächlich geholt. War kein Foul. Lauf. Jawohl, du hast Platz. Nicht in den Gegner rein. Da geht er glatt nochmal hinten rum. Und dann herrlicher Seitenwechsel. Schön gespielt. Was ist das für ein Pass? Der sollte zu dem, der auf dem Flügel rennt. So habe ich ja auch gedrückt. Boah, da werden wir einfach weggekickt. Komm, Hamburg. Das ist doch ganz gefährlich. Und das war gar nichts. Das war ein Riesenfehler. Geh nochmal dran. Okay. Ganz gefährlich. Wir gehen mal nochmal kurz hier hin. Ich möchte schnell gucken, ob wir irgendwas machen müssen. Haas müde. Ja, aber Pettersen mit 62, das ist natürlich, das können wir fast nicht bringen. Rowe hier, da könnten wir den Köhler bringen. Dann hätten wir auf beiden Seiten den Köhler. Auch schwächer. Nee, wir lassen es. Das ist die stärkste Mannschaft, die wir haben. Wenn wir hier noch ein Tor schießen wollen, brauchen wir die stärksten Leute. Ganz klar. Ja, der steht zum Glück völlig frei hier. Guter Ball in die Spitze. Oh, auch stark. Oh, wenn da der Fuß an dich ist. Oh,
Ah, zu früh gerutscht. Ja, macht er gut hier tatsächlich, der Lauterer. Aber das macht unser Mann auch gut. Stark von Rowe. Aufpassen, der steht dann abseits. Oh, das sind halt so Pässe. Es ist der vierte, fünfte, der hier so dermaßen in die Hose geht. Das hat auch mit dem Skill zu tun, den die Leute haben, ganz klar. Ah, komm. Jawohl, da haben wir die Kugel. Ja, wieder ein herrlicher Ball. Nimm den mal mit. Ach, da passt er wieder auf. Es ist ein Kreuz. Oh, da wollte ich rutschen, da war aber der Spieler im Weg. Komm, geh drauf und hol die Kugel. Oh, da spielen sie uns aus. Haben wir, komm. Oh, lalalala. Nee, das wäre fast das 1-0 gewesen. Heieiei, bitter. Lauf. Gut von Frank. Jawohl, treibt den Ball voran. Guter Ball. Oh, auch stark, komm. Oh, da ist er dran. Da hatten wir doch tatsächlich auch eine Riesenchance. Oh, lalalala. Los, geht rauf. Ja, wir kämpfen, aber wir kriegen die Kugel dann doch nicht. Und da ist das Ding durch. Ja, fass ich denn, 0-0. Oh, das ist halt weder Fisch noch Vogel noch Fleisch noch weiß ich nicht was. War besser wie gegen den HSV. Aber es ist halt immer noch nichts. Weil mit diesem einen Punkt ist uns natürlich nicht gedient. Da haben wir immer noch keine Richtungsangabe. Geht's nach oben, geht's nach unten, wo geht's hin? Ja, wir sind irgendwo im Mittelfeld. Hm. Helfen da Transfers? Ja, aber wie sollen wir die finanzieren? Das ist natürlich ein bisschen die Frage. Das muss man ja auch irgendwie bezahlen. Gut, wir gehen mal raus. Chancen auf beiden Seiten, sage ich mal. Das hätte in beide Richtungen kippen können. Ich denke mal, das Unentschieden ist okay. Aber 0-0 ist halt... Jetzt haben wir zwei Spiele ohne einen Torschuss. Und der Torschuss, Torschüsse hatten wir. Was wir nicht hatten... Was wollte ich jetzt sagen? Ein Tor. Dass wir kein Tor geschossen haben in zwei Spielen. Natürlich gar nicht. Man sieht, 5 Tore geschossen, 4 Gegentreffer, 5 Punkte nach 7 Runden. Nach 4 Runden. Ja, sehr durchwachsen. Sehr durchwachsen. Es hat sehr ausgeglichen. Ein Sieger, eine Niederlage, 2 Unentschieden. Das nächste ist gegen St. Pauli. Der nächste Traditionsclub. Und St. Pauli ist 5. Den läuft es halbwegs. Ja gut, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken. Und Tore schießen. Wir müssen zum Tore schießen zurückfinden. Sonst wird das hier ganz schwierig. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es keine Tore gab. Die gibt es dann hoffentlich gegen St. Pauli und zwar auf der richtigen Seite, nämlich wir schießen sie. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.